Lass mal auch deinen Blick schweifen. Du wächst niemanden. Du wächst auch niemanden. Aber du kannst mal mit deiner Partnerin ein bisschen interagieren. Ihr habt euch doch lieb. Oh, und da wacht die erste auch auf. Guten Morgen. So. Pilzomelett. Schwimmen gehen von mir aus. In 2 Tagen ist eh Frühling und dann werden die beiden hier mal heiraten. Wird ja auch langsam Zeit. Aber heute werden wir auf jeden Fall Anke mal einladen. Damit Nessa sich mit ihrer Schwiegermutter auch mal anfreunden kann. Ist, glaube ich, mal eine gute Mission. Huch! Ach was! Der Herr Postbote ist unsichtbar geworden. Ah, nee, doch nicht. Guten Morgen! So, nimmst auch ein Pilzomelett. Und du machst mal das Bett, bevor du aufstehst. Kann man hier eigentlich... Ich finde es fast schade, dass man hier keinen Schnee fegen kann. Aber hier die Straße, guckt euch das mal an. Das ist ja schon, schon ziemlich cool. So, räumen wir das auf. Und dann kannst du nochmal fix ins Bad gehen. Und dann hier trainieren. So. Er macht dann mal das Bett nach dem Aufstehen. Dass es immer so lange dauert mit dem Umziehen in Outdoor-Kleidung. Um einen Kuss bitten. Klar, Leon Richter. Warum nicht? Hallo Leon. Melina hat gerade in der Post ein Geschenk von Harwood erhalten. Ruf mich an. Liebesbrief von Anthony. Ein Brief von Thomas. Ich weiß, das ist ein... Nein, ganz bestimmt nicht. Sorry, aber nein. So. Dann ruf du mal Anke an, dass sie dich mal besuchen kommt. Nach Hause einladen. Bitte. Error Trap. Okay, Anke kommt gleich. Schön. Wasserbombenschlacht. Na klar. So, dann bauen wir einen Schneemann. Bis Anke kommt. Noch 2 Error Trap. Ach nee, das war die Info. Das welche. Naja, gut. Gut, dann kannst du hier mal ins Bad gehen. Duschen. Und Zähne putzen. Ah, saisonale Kohle, die können wir mal verkaufen. Was kann er denn sonst noch so machen? Soll er mal kochen lernen? Ein bisschen kochen könnte er eigentlich mal lernen. Wie warm ist es denn draußen? 1 Grad. Deswegen zieht sie sich keine Outdoor-Kleidung mehr an. Oh, es ist neblig geworden. Um Gottes Willen. Nach drinnen einladen. Hör mal auf mit deinem Schneemann. Ich möchte sie dann auch gerne einkleiden einmal. Ich hoffe, das funktioniert auch. Melina. Sprich mal mit deiner Pflanze und dann könntest du rein theoretisch... Moment. Das hier machen und dann... Was kann Melina denn noch machen? Könnte mal aus dem Haus gehen. Die ist ja ständig nur zu Hause. Kann man hier eigentlich... Ah, man kann hier noch Schlittschuh laufen. Das Winterfest ist auch noch da. Jo, dann könntest du eigentlich mal hier aufs Winterfest gehen. Und hier Schlittschuh laufen. So, Günther. Günther möchte eigentlich noch mal ins Bad. Aber da ist jetzt gleich Leon.
Was kann Günther so lange tun? Was hat er denn hier? Ach, den Regenstopper. Den Schirm. Ach so, die redet ja erst noch mit ihrer Pflanze, also könnte er rein theoretisch hierhin. Okay. Hast du sie jetzt nach drin gebeten? Das ist mir eigentlich egal. Mach mal eine Schneeballschlacht mit ihr. Oh oh. Uah. Okay, bin nicht so gut. Kann man sich ja immer nicht so ganz sicher sein, ob die das so toll finden oder nicht. So, er möchte Nessa Rose immer noch heiraten. Das ist eine schöne Sache. Er möchte sehen, wie Nessa heiratet. Ist auch eine schöne Sache. So. Kampfkunst Level 7. Athletik möchte sie perfektionieren. Das kann sie natürlich dann auch mal tun. Irgendwann so demnächst. Günther. Der war hier nicht auf dem Klo. Na gut. So, dann kann Günther mal... Was kann Günther denn mal machen? Kann ja auch mal hierher kommen. Und Lose einlösen und dann Essen kaufen. Es ist so neblig. Und dann kann Günther eigentlich auch mal Schlittschuh laufen gehen. Läuft die bauchfrei? Ja, die fangen jetzt an zu spinnen, bloß weil es 1 Grad warm ist. Ne, 2 Grad. Ach so, Entschuldigung. Na dann. Dann ist es ja noch was ganz anderes. Ach so. Okay, So, dann über Familie reden. Lustig Grimasse schneiden. Freundlich bitten, Schneemann zu bauen. Ah, guten Tag, komm mal. Ja, es macht ihm anscheinend Spaß, aus dem Fenster zu gucken, dann soll er das machen. Warum nicht? Spielen mit. Macht auch Spaß. Und Kitty möchte was futtern. Und dann... Oh, es fängt an zu schneien. Schön. Wo ich gestern in der Aufnahme gerade davon gesprochen habe, dass es nicht schneit, ne? Und hat es gerade heute Nacht, als ich dann geschlafen habe, oh, was man nachts so meistens macht, da hat es angefangen zu schneien. Der Hammer. So, die beiden sind Freunde, das ist schön. Dann gib ihr mal ein Geschenk. Und zwar möchte ich, dass du ihr diese Blume schenkst. Und dann fangt... Nee, keine Schneeballschlacht. Dann baut ihr zusammen einen Schneemann. Ach was. Ein Wildpferd. Mit geflochtenem Schweif. Was für ein schönes Geschenk. Hab vielen Dank. Oh, Leon muss bald zur Arbeit. Wie sieht's denn mit deiner Zufriedenheit aus? Oh ja, geht. Alles cool. Oh, die beiden frieren. Frosty, der Schneebär. Bär wacht nicht auf magische Weise zum Leben. Okay. Oh ja, wir haben ja nichts so Schönes. Wow. Oh. Prima. Oh. Na ja. Was möchte er denn haben? Eine heiße Schokolade. Upsa. Ruckel die, ruckel die, ruckel. Eieiei, da stinkt aber jemand. Geh mal duschen. Und dann kannst du wieder trainieren. Ist aber auch jemand penetrant. Okay.
Er hat den ersten Kochpunkt gekriegt und dann kann er jetzt gleich zur Arbeit fahren. Fährt Günther schon? Jo, das tut er. Dann kann er ja mal mit seiner Frau drehen. Und dann einen Schneemann bauen mit Melena. So, er wird hart arbeiten. Oh, ist das schön. Was zum Teufel? So, dann hört ihr mal auf, dann könnt ihr noch einen Schneemann bauen. Okay. Eine Kleinigkeit möchte ich noch machen. Bevor hier irgendwas passiert. Das werde ich auch offscreen machen. So, könnte das Ding mal erscheinen, bitte? Hallo? Ah, genau. So, und zwar... Anke. Anke einmal umstylen, bitte. Und das funktioniert hoffentlich. So, und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Anke ein bisschen umgestellt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, und Anke sieht deutlich besser aus, finde ich. So, jetzt können wir das Ding erstmal wegpacken. So. Na komm. Gut, dann kannst du jetzt bitten, die Gruppe zu verlassen. Seid ihr jetzt Freunde? Und sie geht nach Hause. Okay. Sehr schön. So. Dann kannst du mal aufs Klo gehen und hier säubern. Jam ist jetzt nicht so. Aufwärmen ist eine gute Idee. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wir sollten in Zukunft mal wieder was zusammen machen. Gerne. Dann kannst du deinen Schneemann weiterbauen, wenn du dich ein bisschen aufgewärmt hast. Rangehen. Ja, beim Militär ist ein Ausbilder krank geworden. Dummerweise findet schon bald die Geschicklichkeitsprüfung für die Kadetten statt und jemand muss sie darauf vorbereiten. Wenn du dich schnell zum Stützpunkt aufmachst und die Kadetten unterrichtest, ist das Militär auch bereit, dich angemessen zu bezahlen. Will ich haben? Danke. So, Schneemann bauen mit Günther von Hüftgold. Geh mal hier hin. Oder so. Dann ignoriere das mal. So, ihr baut einen Schneemann, das ist schön. Festival begeistert. Yay. Okay. Der arbeitet und sie ist jetzt müde. Oh jo. Warum nicht, ne? So, aber du... Nee, müffeln tut sie noch nicht. Sie steht jetzt 10 Stunden da und wartet, dass er sich umziehen kann. Aber aufs Klo muss er mal. Kann sie mal baden und sauber machen. Säubern. Okay.
Günther baut einen Schneemann und dann gibt er Geschicklichkeitsunterricht. Wer ist das hier? Mariechen Funken. Was will die denn immer ständig hier? Oh, warum nicht? Die Lose scheinen ja irgendwie festivalübergreifend zu sein. So, aufwärmen ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Gehen wir mal nach Hause. Milena hat... Sensenschneemann ist jetzt nicht so das, was ich mir von dir gewünscht hätte, Milena.